Okay, fang auf. Okay, Leute, vielleicht könnt ihr es jetzt schon sehen, wo wir sind. Es gibt einen Hater, der immer schreibt, gerade mal ein Video und ohne Eigenarbeit 15.000 Abonnenten. Ne, filmst du gerade? Ja. Ich will fragen, ob der Hater mich verarschen will. Was für keine Eigenarbeit. Dirk hat zusammen mit mir den großen Kanal gestartet. Und alles, was er jetzt hat, hat er sich auch verdient. Okay. Arbeite du mal 4 Jahre an einem Kanal und dann sehen wir weiter. Mallorca. Willkommen zum neuen Vlog. Heute sind wir ein bisschen in der City und genießen einfach unseren Mini-Trip. Aber davor möchte ich euch noch was erzählen. Ich habe meine Drohne mitgenommen, damit ich ein paar coole Drone-Shots bekomme. Ich, Dummkopf, habe einfach gestern bei ein bisschen windigen Verhältnissen die Drohne fliegen lassen und ich hatte die überhaupt gar nicht mehr unter Kontrolle. Die ist hier und da hingeflogen. Hier haben wir den Balkon. Der ist erst an dort hier angestoßen und dann ist er da nochmal angestoßen. Und zum Glück ist der Drohne nichts passiert, aber Propeller ist ab. Da ist er dann gelandet. Und seht ihr diesen schwarzen Punkt da? Das ist der Propeller. Und ich komme da erstmal nicht ran, weil es regnet und ich will nicht sterben. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der aus einem Hotel das gestartet hat. Wie sollen das wieder hier zurückkommen? Und außerdem hast du unsere zwei Balkonnachbarn richtig stalkt. Ja, ich habe einfach an den Balkon gebumpt und die sind dann rausgegangen. Und ich dachte für 5 Sekunden, dass Dirk stirbt, weil er ist aus dem Balkon gefallen. Ja. Und ich habe halt diese Dachterrasse gar nicht gesehen. Ich lag einfach nur im Bett und dachte, oh mein Gott, er klettert gerade aus einem Balkon. Auf jeden Fall müssen wir erstmal gucken, was wir in Mallorca so machen. Oh, habe ich schon gesagt, das ist Mallorca? Ich habe echt keine Ahnung. Wir haben nie gedacht, dass wir hier vor 40 mal hingehen. Da ist dein Propeller. So funny, oder? Look at this, Mike. Die Sonne scheint. Hazel Tank Vitamin D. Eigentlich muss ich jetzt ausziehen. Berlin 2009. Krasse Preise hier. Wir denken, wir wären in Vietnam. Haben auch manche von euch gedacht, aber wir sind nicht in Vietnam, sondern noch in Europa. Als ob wir uns spontan einen Vietnamflug leisten würden. Boah, hier sieht es auch sehr peinlich aus. Wir sind gerade auf Mallorca. Oder Malle genannt. Palma. Was hast du von Malle bisher? Noch ist es ein bisschen traurig, aber ich finde es so cool, dass im Januar keine Touristen da sind. Ey, da ist dein Hard Rock Café. Eines der Gründe, warum ich hier bin, ist... Manche, die Hazels Vlogs gesehen haben, die wissen wahrscheinlich, dass ich die T-Shirts sammle. Und ich habe schon so ungefähr 30, oder? 30. Ja, und Mallorca hatte ich noch nie, weil ich nie gedacht habe, dass ich nach Mallorca will. Nice. Wie viel habe ich genau von Hard Rock Cafés? Wir waren schon in 27 Städten. Fehlen nur noch irgendwie 1000. Hazel, traust du dich eine Orange zu essen? In Griechenland, da gibt es auch überall Orangenbäume und es hat echt nicht geschmeckt. Es war so undefinierbar. Ich hatte noch nie so eine Orange und ich glaube, die schmeckt auch aus einem bestimmten Grund nicht, weil niemand isst sie. Sonst wäre doch alles weg. Daisy, zeig mal, wie die Orangen aussehen. 10 Euro, wenn du isst. Aber ist so fest, die ist nicht reif. Ist sie reif? Nee. Unreif. Hier in Mallorca sind ja die Preise fürs Essen ja richtig teuer. Es kann nicht überall wie in Berlin sein. Ja, Berlin ist schon echt Luxus, also Luxuspreise, weil es so billig ist. Was gibt es in der spanischen Küche so leckeres? Mein liebstes spanisches Gericht ist Patatas con Habas und Paella. Das ist unser Essen, Paella. Eis im Winter. Leuchte uns. Was hast du mir geholt? Ich wollte einmal gar nicht. Haben keinen. Wir hier Haselnuss wie Hazelnuss oder Schwarzer Teller? Was willst du? Schwarzer Teller. Ich dachte, Mallorca wäre eigentlich immer nur so Partymeile. Aber bisher haben wir noch keine Partymeile gesehen. Zum Glück. Wir wissen nicht mehr, was wir machen können in Mallorca. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, ob man in Mallorca irgendwas machen kann. Oder ob man hier wirklich nur Party machen kann und Deutsche sieht. Ich habe viele Wassersportaktivitäten gefunden. Echt? Und das können wir ja nicht machen, weil es so kalt ist. Und dann gibt es hier noch ein Aquarium. Aber warum? So sonnig und so warm und Hazel will nicht weg. Sie will einfach nur Vitamin D tanken. Eigentlich will ich schlafen. Aber draußen. Ja. Hier jetzt eine Drohne losfliegen zu lassen, wäre nice. Der Wind ist okay. Ja, aber der Propeller ist immer noch auf dem Dach. Also wir sind jetzt wieder zurück im Hotel. 10 Euro und du gehst in den Pool. Was ist?
Aber der ist doch, glaube ich, nicht mal sauber, oder? Mein aktuelles Video lädt hoch und wir gehen jetzt in den Pool. Ich bin gerade nur so geflasht von so einem dummen Content. Also ich habe ja in meinem Mukbang erwähnt, dass ich eine Schüssel gekauft habe. Ja. Wie die alles vom Finanzamt zurücknimmt. Geier, wie schnell du YouTube zum Beruf gemacht hast. Man kann vom Finanzamt nichts zurücknehmen. Nur das, was man schon selber gezahlt hat, das ist mein Geld, was mir zusteht. Vom Gesetz aus. Was soll ich zurücknehmen, Mann? Hey, so richtiger Geier. Lass dem Finanzamt doch das Geld. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt in den Pool. Ab in den Pool. Soll ich mit dem Handy reingehen? iPhones sind doch wasserfest, oder? Heute machen wir den XS Pool Test. Das ist der Pool. Was bin ich? Hast du schon mal solche Videos gesehen? Ja. Und wie sind sie ausgegangen? Gut. Okay, Hazel, ich spring jetzt rein. Spring! Und der Wassertest startet jetzt. Habe ich Garantie? Sind wir zu zweit? Jo. Okay, ich habe schon ein bisschen Schiss, aber iPhone-Wassertest ab. Jetzt. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid, das iPhone funktioniert auch unter Wasser. Also, falls ihr ein Handy braucht, was unter Wasser, also kurz ein bisschen unter Wasser läuft, dann könnt ihr euch. So, wir sind jetzt noch im Pool. Ich hoffe, der Ton ist noch okay und alles andere auch. Mein Handy funktioniert noch, aber er hat so einen komischen Vibrationsfehler. Ich hoffe, das geht weg. Hört ihr das? Das vibriert anders als sonst und macht dabei noch so komische Geräusche. Ich hoffe, das bleibt nicht, ansonsten gehe ich mal zum Apple Store. Und das war's mit dem Vlog von heute. Morgen sind wir noch ganz kurz hier in Mallorca und fliegen dann wieder zurück nach Berlin. Aber wir genießen noch unsere Zeit. Peace. Ach ja, bevor ich noch den Vlog beende, ich habe ja voll vergessen, dass ich noch den Propeller holen muss. Mhm. Hazel, halt mal bitte. Halt, ich sterbe. Habe ich noch einen Vlog? Mein Kanal gehört dir. Aber ich mache deine Challenge und deine Wette nicht weiter. Wie sieht es für euch aus, als ob er gleich stirbt? Also ich hatte gestern richtig Angst. Schnell. Oh mein Gott, hier ist es. Nichts passiert. Kannst du wieder ranmachen? Ja, Mann. Können wir morgen starten am Strand? Propeller umlassen. Okay, gut. Vlog Ende.